Wohnzimmer und wow, mein Charakter redet ja sogar. Wie cool ist das? Wie cool? Bla 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 bla. Wow. Oh je. Es ist tatsächlich so weit, dass ich nach so vielen Leuten, die mich gefragt haben, Benji, spiel doch GTA 5 jetzt endlich mal GTA Online anzock. Wie krass. Und wie können wir das besser starten als... Ja genau. Als immer Tennis Club. Yes! Da geht Action wirklich ab. Dritt haben wir jetzt gerade bei. Jetzt schauen wir gerade, wie das abläuft. Und ob so cool ist hier Topspin. Oder Mario Tennis. So. Jetzt geht's ab. Ja, genau. Ja, richtig, ja. Jetzt wird geladen und dann sehen wir, was die Gegner drauf haben. Da. Ich habe natürlich auf Mario Tennis gespielt, aber auch Topspin. Und das ist ja sehr ähnlich wie Topspin. Es ist ein bisschen abgespeckter, aber es bietet die Grundschläge an. Also Lob und ja, Stoppball, Slice, Topspin. Ich muss noch herausfinden, wie man den Lob macht. So. Mal schauen, was die Leute so drauf haben. Triathlet hat ja voll alles aufboostet. Ich habe ein Level 7 oder so. Höchstens. 6? Ich glaube, ich habe ein Level 6. So, mal schauen, was. Also, GTA 5, ja, da geht ab. Da ist eins von den Games, wo ich auch sage: Hey, Benji, super. Oder? Da ist. Wohl. Mein GTA. Leute. Ja, also. Da stellst du dir ja gerade automatisch vor. Da stellst du dir automatisch vor, wie cool die Welt ist und du bist online mit anderen Leuten zusammen. Okay. Was? Was ist jetzt da? Ist da Rage Quit gewesen? Natürlich ist da ein Rage Quit gewesen. Weil die haben vielleicht festgestellt, oh, da muss man aufpassen. Da ist ja eine, wo Teddy schon mal gespielt hat. Mhm. Ja, so läuft's manchmal. Jetzt, was machen wir? Wir gehen natürlich nochmal aufs Feld. Hey, hey! Wo ist jetzt? Wieso kann ich jetzt da nicht. Was ist denn da? Muss ich jetzt da rauslaufen? Und die nochmal hier, oder wie? Okay. Und jetzt? Wieder da hier. Was ist denn da? Gumpen wir mal rauf. Jo. Voll cool. Nein, aber. Wieso kann ich jetzt da nicht Tennis spielen? Wieso kann ich jetzt nicht Tennis spielen? Ich will doch nur Tennis spielen. Komm, gumpen wir umeinander. Komm, schau, wie lustig. Schau, super. Hopp, super. Ah, da können wir rauf. Schau, okay, gehen wir rauf. Gehen wir rauf. Weiter rauf. Go, 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 go. Okay. Wunderbar. Toll. Sind wir da oben und gehen wir nochmal weiter. Wow, voll cool. Wow, GTA 5. Da kann man so viel machen. Pumpe. Und
wunderschöne Aussicht. Wunderschöne Aussicht. Dann muss ich fast ein Selfie machen. Dann muss ich von dir ein Selfie machen. Komm. Na klar, machen wir ein Selfie. Ein Selfie will ich. Wie tut man die Kamera wechseln? Die Kamera wechseln ist R3 natürlich. Natürlich R3. Yo! Yo! Wow! Nein, ich habe. Das ist jetzt eine blöde Position. Das ist jetzt eine bescheuerte Position. Ich will doch das Feld füttern. Mich auf dem Feld. So, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Moment mal. Also, muss ich. Also, einfach so. Jetzt habe ich es gecheckt. Jetzt. Yo! Peace! Macht keine Bewegungen. Kann man da irgendwie coole Bewegungen machen? So Posen. Komm, machen wir so einen coolen Filter drauf. Yo! Okay. Oh, was läuft denn da? Yo! Wir haben ein Bild, das tun wir speichern. Und jetzt gehen wir wieder runter. Nein, wir gehen runter. Wir gehen runter. Wir gehen runter. Wo sind wir jetzt aufgekommen? Wow, natürlich. Gut. Jetzt sind wir nicht tot, das ist immer gut. Ich denke automatisch aufgeladen, wenn ich jetzt ein bisschen warte oder muss ich etwas essen. Da links unten automatisch aufgeladen. Aber wieso kann ich jetzt da nicht Tennis spielen? Muss ich noch weiter abhauen, damit ich Tennis spielen kann? Wieso rennen die alle weg? Kollege, was ist los? Boah, was ist denn da los? Also, jetzt bin ich ein bisschen traurig. Jetzt habe ich Tennis spielen und ich kann nicht Tennis spielen. Jetzt gehe ich nochmal rauf und hoffen wir, dass ich jetzt Tennis spielen kann. Jetzt wechseln wir den Tennisplatz. So. Go, 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 go. Yo. Ich kann mich noch nicht Tennis spielen. Was soll denn da? Was soll denn da? Ah doch. Yes. Yes, 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 yes. Mehr spiele Tennis. Go, 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 go. So. Okay. Come on. Okay, jetzt haben wir einen Gegner. Mal schauen, wie gut der Tennis spielt. Was muss ich machen? So. So. Ich glaube, der redet, aber ich höre nicht. Ich sehe ein bisschen aus wie Tony Hawk. So, also. Punktestand kann ich mit der Reise. Aufschlag, Kamera wechseln, okay. Jetzt zwei Kameras. Und. Okay. Wow. Der kann slice. Aber ich würde mal sagen, dass man hätte schon etwas gebraucht, glaube ich, das Mario Tennis da. Ja. Da bin ich ein bisschen mit unkonventioneller Kleidung. Okay. Oh, gut. Hätte ich besser aufpassen. Jetzt probiere ich doch mal einen besseren Schuss herzubringen. Jetzt probiere ich. Moment.
der hat doch geklappt. Wunderbar. Das ist jetzt 1-0. Nein, noch nicht. Noch nicht. Okay. Machen wir es Ass. Nicht. So, Gottenlob. Aber der macht so komische. Habt ihr da gesehen? Die Curved Bell. Sieht noch gefährlich aus. Jetzt mal schauen, wie gut wir weitermachen. Jetzt sind wir in der Verteidigung. So, come on. Ja, da ist jetzt natürlich gerade ein Angriff. Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, der hat mich ja voll getroffen. Da ist nicht nett. Da kann man sagen, hey Kollege, das ist ein Körpertreffer gewesen. Ich kann auch sagen, okay Benji, du bist selber schuld an dem Ganzen. Hättest du aufpassen. Kann man. Ja. Okay. Wir schreiten voran. Jetzt hoffen wir, dass es kein Rage Quit gibt. Die Leute Rage Quit ja so. Gern. Jetzt weiß ich nicht, ob wir dort kriegen. Ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich nicht. Es ist. Der spielt gut. Der spielt gut. Also ist ein guter Spieler. Das sage ich euch. Jetzt haben wir Deuce. Also Einstand. Jetzt hoffe ich. Jetzt weiß ich nicht, ob der mich gehört. Ich meinte, ich hätte es eigentlich abgestellt. Ich meinte, ich hätte es abgestellt, aber gut. Jetzt hätte der Ball nicht verwünscht. Habe ich jetzt einen Matchball schon? Oder nein, der geht auf 6, oder? Also geht es dann nur auf 2, ich weiß es nicht. Oder so ein Short Game auf 4 vielleicht. So fast 4. Nein, come on, das ist jetzt. Ich glaube, das ist einfach Lag. Das kann man nicht machen. Das ist einfach. Kann man nicht machen. Ich freue mich ja mega, mega auf zwei Tennis-Games, die jetzt diesen Monat und den nächsten Monat rauskommen. Da ist einmal Tennis World Tour auf allen Konsolen. Mit Roger Federer natürlich. Und das andere, wo dann halt später. Am 22. Juni rauskommt. Da ist Mario Tennis Aces und da bin ich Feuer und Flamme dafür, dass das endlich den kommt. Wir führen jetzt, kann ich da Position wechseln? Ich kann Position wechseln. Jetzt werde ich probieren, links außen zu schiessen. Komm, probieren wir mal jetzt links außen. So. Dort schreit irgendjemand im Hintergrund. Wer schreit, man weiß es nicht. Ich sollte mal Tenniskleid kaufen. Vielleicht kann ich den ein bisschen besser spielen. Dann habe ich noch den Federer Spirit. Bam! So, Volley.
Schöne Rallye, schöne Rallye. Muss ich sagen, schöne Rallye. Bravo, Kollege, bravo. Schöne Rallye gewesen. Wonka 1999. Oh, jetzt ist er ausgeschieden. Das scheint mir nach... schön gespielt zu haben. Er hat eigentlich ganz gut gespielt. Es ist immer traurig, wenn die rausgehen. Immer wieder traurig. Was soll ich machen? Sagt mir, was soll ich machen? Soll ich jetzt sagen, hey, okay, ich spiele jetzt absichtlich ein bisschen weniger gut? Soll ich das machen? Ich finde das nicht cool. Aber gut. Muss ich akzeptieren. Ich kann nicht, sonst keine andere Option, als auch zu sagen, mal, ist halt. Ist halt so. Hm? Also, es wäre cool, wenn ich jetzt ein Match könnte durchspielen, dass niemand Rage quittet. Und dass ich ein bisschen Geld dem verdiene da. Ich weiß nicht einmal, ob ich jetzt einen Rappen von dem bekomme. Habe ich jetzt irgendetwas gewonnen? Habe ich irgendetwas gewonnen? Wo steht, wie viel Kohle ich habe? Wo steht da? Wie viel Geld habe ich jetzt? Wo steht da? Wo? Was ist denn jetzt wieder? Da. Null Stutz. Was soll denn da? Ich habe gespielt und ich habe keinen einzigen Rappen gewonnen. Was ist denn da? Was ist denn da? Spielen wir da GTA für... Was ist da? Für... einen guten Zweck? Wo kann man einstellen, dass sie Geld gewinnen, wenn der andere Spieler absichtlich rausgeht? Wo kann man überhaupt für sich wetten? Das finde ich jetzt, wirklich übel. Könnt ihr einfach Rage quitten und dann gibt's keinen Rappen mehr. Das finde ich nicht fair. Also, da gibt's ja nicht. Ich finde, sowas sollte verboten sein. Also, dass man einfach da nichts bekommt. Das sollte... Okay. Ich kann ja... So, nochmal hier. Spielen. Gott, wir können nicht spielen. Ja. Gut. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Jetzt kommen die nächsten Spieler. Ich spiele und bekomme keinen Rappen. Ist das fair? Nicht fair. Was vom letzten Job? Info ansehen, was? Was? Hi. Can you bet? Can you win something here? How do I bet for my player? I can't see it. Or will this be... sorry? But is there a possibility to play tennis not for fun? To play... Alright. Then let's play. I'm streaming, by the way. Is this okay for you? Sorry? Ich hätte jetzt eigentlich nicht gedacht, dass der mich hört. Oh.
Du hast. Very close, really. Oh. By the way, today the Tennis World Tour should come out. Did you get it? Or do you plan to get it? You mean it's your first play in GTA? I see. Where are you from? Turkey. Switzerland. I saw you also have a good player there who won in Istanbul, I think. Nice. Did you play other tennis games besides this? Mm-hmm. You know, I played a lot tennis games. Especially Mario Tennis. And yeah, I think yeah that you can transfer a little to this game too if you played
other tennis games. And rage quit. Oh man. Schon wieder rage quit. Gibt's irgendjemand, wo da einfach mal wirklich mitspielt und bis zum Schluss spielt? So macht. So bin ich traurig. So sage ich, sie sorry, Abraham. Sie sorry. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich meine, da gibt es nicht so viele Optionen. Ich kann entweder spielen, oder ich sage, ich spiele kein Tennis. Oder ich warte auf jemanden, der dann bis Ende spielt, oder ich lade jemanden ein, der durchziehen will, der bis zum Schluss will spielen. Aber so, sie sorry. Das. Nee. Aber gut. Wunderbar. Aber ich muss sagen, also die Steuerung ist sehr gut umgesetzt. Vom Tennis da in dem GTA drin. Das kann ich ganz gut sagen. Okay, wir warten jetzt ab. Wieso ist das eigentlich ein Livestream? Fragen sich viele Teilnehmer, wieso ist das kein Livestream? Ja, da ist. Vielleicht mache ich mal einen Livestream, aber ist allgemein ein bisschen schwieriger. Wieso? Ja, weil, meinst du, plötzlich triffst du auf jemanden, der da Zeug redet, wo vielleicht unlöbliches Zeug redet. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Und ich habe mich auch gewundert, dass überhaupt irgendjemand im Chat durchgekommen ist. Das habe ich eigentlich gar nicht wollen. Aber gut, der hat sich benehmen. Von dem her kann man das so laufen lassen. Das dauert ja ewig zum Laden. Das dauert ja ewig. Also, jetzt, ich laufe jetzt nochmal da. Zuerst stellen wir sicher, dass mich jetzt die anderen nicht benachrichtigen können. Ich will mit niemandem reden. Und wieso geht das nicht? Ah, im freien Modus. Ah, dann muss ich zuerst mal in den freien Modus wechseln. Nein, ich bin ja im freien Modus, oder nicht? Moment, wie läuft das? Moment. Jetzt, in was für Modus bin ich da? Passiver Modus. Ist passiver Modus gleich wie freier Modus? Oder bin ich jetzt im freien Modus? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal rasch nochmal, was da im Sprachchat steht. Lege fest, mit wem du im freien Modus den Chat benutzen kannst. Also ich nehme mal allgemein, das ist immer der freie Modus. Aber ich habe ja mit niemandem angewählt. Wieso? Ah. Weil Tennis natürlich gerne der freie Modus ist. Versteht ihr? Ist ja logisch. Da ist ja nicht mehr der freie Modus, sondern da ist dann der Modus. Aber wie kann ich den Chat dort deaktivieren? Gibt es da eine Möglichkeit? Das sind Fragen, die man sich muss stellen heutzutage. Audio? Nein, nicht. Da findet man nichts. Ups. Ich darf jetzt keine Musik laufen lassen, wegen Kopierschutz und so. Dann. Es gibt wieder Probleme, da werden wir ja nicht. Wir werden ja kein Problem haben. Wenn man da YouTube Freigabestatus. Schnellwiederholung automatisch speichern, wenn außer Gefecht. Ich muss mal da sagen, was das für Zeug ist. Und da kann man auf Facebook aktivieren.
Hani, ah ja, Steuerung. Kamera, gibt's da Steuerung für Tennis? Moment mal, zu Fuß? Im Fahrzeug? Auf und zu gehen? Nicht. Oh nein, zu Fuß. Okay. Ist das alles? Oder gibt's da noch mehr? Für Tennis steht da nichts, egal. Also heisst, wir müssen mit Menschen reden. Also das, was ich eigentlich will, vermeiden. Vielleicht kann ich ja da setzen, dass sie nicht mit den Leuten will reden. Wir probieren jetzt nochmal. Wir probieren es jetzt gerade nochmal. Also, wir spielen einen Satz. Alles gut. Ist die bestätigen. Machen wir. Und jetzt. Wenn ich will sagen. Wenn ich will sagen, dass ich nicht okay. Ich kann nicht sagen. Ich kann. Also muni. Nein. Wie komme ich dort über zur Liste? Jetzt schauen, ob wir können da unterbinden. Das ist ein hoher Level, aber haltet uns das ab, davon gut zu spielen? Nein. Von wo kommt der? Hat der Moskau im Namen? Doch, Moskau. Yeah, our profiles were a match on the internet. But what do I do? I'm an architect. I actually helped design the go ahead. Das spielt gut. Oh, das spielt gut. Hey, da haben wir mal einen Gegner. Das spielt gut. Gut, jetzt hoffen wir, dass wir jetzt hinten mal einen Gegner sind, wo nicht einfach rausgeht. Wow. Okay. Da müssen wir jetzt aufpassen. Jetzt sind wir schon 30-0 hin. Da müssen wir jetzt aufpassen. No, I don't know anybody in the industry. Unless you mean the construction industry. Okay, wir kommen jetzt ein bisschen an. So then you won't go with me? Okay, bye. Wow. Nicht schlecht. What? Okay. So gut ist noch bisher noch niemand gewesen jetzt, bisher. Da haben wir einen Gegner gefunden. Okay, wir kommen jetzt ein bisschen näher ran, aber können wir auch genug ran. Einstand. Aber ich spür's, das könnte ein Epic Match werden.
So. Jetzt können wir es nur mal breaken. Okay. Wir sind wieder im Spiel zurück. Ich brauche echt Tennisschuhe. Ich weiß nicht mal, ob ich auf dem Platz mit der schwarzen Schuhe spiele. Aber der Typ spielt ja mit Stiefeln. Also ist das so ziemlich egal. Aber er spielt gut. Okay, gehen wir weiter. Das Ass. Probieren wir es nochmal mit dem Ass. Okay. Wahrscheinlich nicht. Ah, doch. Okay, da habe ich jetzt. Mit habe ich nicht gerechnet. Schauen wir weiter. Jetzt schlägt er wieder auf. Er wird wahrscheinlich jetzt probieren, mehr anzugreifen, aktiver zu werden, mehr Angriffsbälle für. Mal schauen, wie er sich jetzt schlägt. Ja, ja, seht ihr. Jetzt geht er für das Netz. Oh! Nicht. Oh! Nice! Da hat er gut gespielt, aber ich habe noch verwünscht. Da ist ein bisschen knapp gewesen. Aber ist bisher das beste Match, das ich jetzt hier hatte. Das beste. Nein! Der Stoppball hat nicht geklappt. But it's on the line. It's not. Okay. Jetzt hat er nochmal einen Sass geschossen. Wir wollen das Spiel möglichst kurz halten. Wir wollen natürlich möglichst großes Polster aufbauen. Oh. Wow. Not bad. Aber wir müssen wieder zurückkommen. Weil es ist Zeit. Es ist Zeit zum Zurückkommen. Und da sage ich auch, es ist für mich auch wichtig zurückzukommen. Weil Federer würde auch nicht aufgeben. Hat irgendjemand von euch Deville geschaut? Der hat jetzt ein Stand-up gemacht über Federer. Und das ist mega witzig. Weil unter anderem hat er
ein Channel, ein TV-Kanal vorgestellt, wo Roger One heißt. Da geht auf 3. Okay? Nein, es geht weiter. Und dort sollen dann Sachen laufen, wie alle Interviews, die Federer jemals gegeben hat. Oder alle Grand Slams in Slow Motion. So Zeug. Oder Männertränen, wo André Rieu zu emotionalen Moment vom Roger gespielt. Zieht euch da vielleicht ein. Also, da ist gerade vor ein paar Tagen aufgeladen worden auf SRF Comedy. Roger One. Wir Spielball, also offenbar geht es doch um auf 6, also einen ganzen Satz spielen wir da. Jetzt probiere ich doch das erst. Nein. Jetzt hätte so ein kleines Slice angebracht. Ah, ja, haben direkt in die Vorhand gespielt, das ist jetzt auch ungeschickt gewesen. Jetzt probiere ich mal eher auf die Rückhand spielen. Dann schauen wir, wie gut das läuft. Also, eine Rückhand wäre dann bei dem da auf der rechten Seite. Und dann im. Ja. Genau. Oh no! Ja, wunderschön. Der Topspin. Nice. Liepo. Ich kann zwar kein Russisch, aber vielleicht das ein oder andere Wort wird auch noch verstanden aus dem Kroatischen, wo ich auch rede. Zoom. Ja, jetzt haben wir wieder Ausgleich. Ich habe da noch nicht so viel, also noch nicht so viel freigespielt. So, jetzt geht es um den Satzsieg und natürlich um den Sieg insgesamt. Es wäre schön, wenn es da auch Turnier gäbe oder so. Innerhalb von GTA. Tennisturnier, das wäre ganz nice.
Rockstar Games hat ja schon mal ein Tennis-Game rausgebracht, aber das war ein Tischtennisspiel. Erinnert sich vielleicht der eine oder andere mit einer unfassbar guten Grafik? Wow. Nice. Jetzt probiere ich mal rechts aussen. Ihn auf den Rückhand zu wünschen. Und jetzt voll die Kanne. Jetzt zücht mega da. Wow. Ich könnte einen Stoppball irgendwo einstehen, aber es könnte genauso gut gefährlich sein. Ja, ja. Probiert's. Probiert's halt. Ja. Er probiert mich ständig dort rechts zu verwutschen, aber ja, so schnell gehe ich schon nicht weg. Aha, er macht's wieder. Jetzt habe ich einen Matchball. Thanks for playing. It was very good. I think you're a very good player. But I also played tons of tennis games, so nothing to be sad about. So, jetzt haben wir es doch noch geschafft, das Match komplett durchzuspielen, und da freut mich natürlich extrem. Jetzt, ja, ich werde sicherlich noch mehr GTA spielen und mal schauen, was wir da noch sonst finden demnächst. Aber jetzt warten wir aufs Ende vom Ladebildschirm. Ich wünsche euch mal wieder einen schönen Abend, gute Nacht. Ich glaube, bis das ladet, komm. Ich tue den Clip lieber da aufhören. Komm, ich höre da auf. Sollte ich lieber da aufhören. Sag ich heute tschüss und mal. Also ciao. Ja. Wirklich. Ja, nein, schaut, das Ding ist, dass ich da halt jetzt eine Stunde aufgenommen habe. Und ich glaube, die haben jetzt erreicht. Die haben jetzt gerade knapp erreicht, glaube ich. Wenn ich jetzt nochmal das Match starte, dann wird es nicht mehr drauf sein. Wisst ihr, sonst müsst ihr einen Livestream machen. Versteht ihr? Und Livestream ist ja schwierig. Ja.
Ist halt leider schwierig. Sollen wir noch kurz abwarten und die Zone schauen? Vielleicht können wir das noch machen. Also wenn der jetzt ladet, dann fahre ich mal die Zone. Ist gut. Wir können es so machen. Oder ich finde noch Tenniskleidung. Da könnte ich noch machen. Aber es ist. Da jetzt nochmal das Tennismatch anzufangen. Wieso ladet das so ewig? Boah. Also wenn das so läuft, dann kann ich verstehen, dass da niemand unbedingt viel Tennis spielen will, weil das ladet ja ewig. Zu Krebs. Ja, ich verstehe, das ist eine gigantische Welt. Klar. Klar braucht das viel Speicher zum Laden, aber. Aber. Sorry. Übrigens, heute soll Battlefield 5 vorgestellt werden. Okay. Wo ist das? Hat mir jetzt irgendjemand eine Nachricht geschickt? Ah, der ladet mich zum Tennis ein. Ja, können wir sehr gern machen. Aber nicht in diesem Stream jetzt. Also, vielleicht lade ich euch das Spiel noch auf. Jetzt, ja, mal schauen. Mal schauen, jetzt, ob der überhaupt noch verfügbar ist für das zweite Match. Aber es wird aber auch Sport. Bla bla bla. Nein, komm. Kann ich noch irgendwie meinen Charakter da ein bisschen anpassen, so kleidungsstilmäßig, dass sie halt so Tennis-Outfit haben. Das wär's noch. Okay, da kann ich ja nichts machen. Ich habe nichts. Ich kann nur nicht mal das Aussehen verändern. Ich kann es mir nicht leisten. Weil ich auch kein einziger Rappe da drin gewinne, darum kann ich es mir nicht leisten. Drum. So kann ich es mir nicht leisten. Ah, das ist schön. Also.